Hallo Internet, hallo YouTube und willkommen zu Crafts World. Ja, da sind wir wieder. Wir basteln ja hier in unserem Haus. Na, da kommen sie noch dran, die Jungs. Okay. Die mal das Wasser einsammeln. Nee. Komm schon. Nein. Wasser. Ich möchte das Wasser. Irgendwie will er gerade nicht. So, hier kommen sie jetzt aber nicht mehr dran. Da müssen wir noch ein paar Leitern haben. So, kein Problem. Die müssten hier sein. So, Holz haben wir ja noch ein bisschen da. So, mal 4 Stück. So. Dann nimm doch jetzt mal das Wasser mit. Ach, ich habe überhaupt keinen Eimer. Ja, sorry. Mein Fehler. Jetzt kommen sie da wieder nicht dran. Dann können wir natürlich das Ding auch gleich wieder wegmachen. Das brauchen wir gar nicht erst bauen. Da können wir die gar nicht bauen. Dann bleibt das dann nochmal offen und wir kümmern uns dann mal um das Dach. So, was haben wir hier drüben? Der Baum, der muss, ups, und der muss weg, das Huhn auch. Schafbaum auch. Oh, hier ist auch noch jede Menge Holz. Da können wir fast mal hier ein Portal machen. Den nehmen wir mit. Dies nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und geh mal einen Schritt zur Seite. Den Baum hätte ich auch gern. Okay. Und die sind eigentlich auch über. Da können wir noch ein bisschen Stein rein. Wunderbar. Ich will noch was liegen. Kochbuch. Super. Irgendwas zum Ausrüsten. Ui. Muskatblüte des Skeletts macht die dann Schaden. Mein 17. Und das macht die Keule macht 15. Ne? Ist noch jemand von euch ohne Waffe? Du brauchst auf jeden Fall eine Spitzhacke. So, mein Freund. Du könntest mal eine Axt mitnehmen. Was ist das eigentlich? Keule, oder? Komm, du kriegst sie. Was haben wir noch? Kochbuch, Magierbuch, Müllereibuch, Erschreiner. Gut, wir warten mal, was da noch kommt, ne? Vielleicht können wir das dann zweckmäßig einsetzen. Die Schnecke weg, das weg. Dann könnten wir hier auch nochmal etwas sehen. Okay, das Wasser ist ja anscheinend doch reingekommen. Hier wächst es noch. Die Frage ist, ob mich dieser Teich hier reichen würde, dann. Ja, lasse ich die beiden jetzt. Müsste man hier auch nochmal eine Brücke drüber machen. 7 Stück. Gucken, ob das eventuell. 3, 4, 5.
Reicht nicht ganz. Dann. Ein bisschen Holz. So, jetzt müsste es passen. Perfekt. Dann können wir das hier nämlich auch wegnehmen. Hier ist ja noch jede Menge Holz. Sonst könnte ich hier auch nochmal... Obwohl, die haben wir drüben jetzt noch zu tun, ne? Oder wie sieht das aus? Hier auch noch alles wegholen. Dann lassen wir es noch. Gucken noch mal, ob wir zum Hausbau noch irgendwas machen können. Wir könnten die Holztür schon mal fertig machen. Das Schloss haben wir da. Dann wäre das auch schon mal weg. So. Sogar zwei, super. Weil wir machen dann auf jeder Seite kommt eine Tür. Und das Dach könnten wir jetzt mal angehen. Super. 3, 6. Machen wir mal 9 Stück. So. Gucken, wie das dann passt. Und ich glaube, hier machen wir mal ein Portal. Oder obwohl, jetzt ist es auch durch. Wie sieht es denn hier aus mit dem Einsammeln? Ah, hier, der muss weg. Können Sie den hier nochmal mitnehmen? Und den? Und dann... noch ein bisschen einsammeln. Den habe ich schon gekennzeichnet. Okay. So, wie breit wollen wir denn werden mit dem Haus? Also, ich glaube, das ist so noch ein bisschen klein. Aber die... Ja, zumindest müssen wir hier oben ja eh mal ich nehme das hier nochmal weg, das Stück. Und machen wir hier eine zweite Ebene. Dann bauen wir noch ein bisschen höher. So. So. Man muss erstmal die erste überhaupt erstmal machen. Und dann bauen wir natürlich noch mehr Holz, Jungs. Mir auch noch jede Menge Eisen da. Kann man ein bisschen beschleunigen. Zweifache. Und ich baue jetzt noch mal ein bisschen Holz wieder da. Dann ist noch ein paar Wände. So. Mal 6 Stück. So, wobei hier müsste ich ja nicht offen lassen, damit die dann da auch in die Etage reinkommen überhaupt. Aber den verstehe ich jetzt nicht, da könnte doch einfach hochgehen und den von oben setzen. Hm? So, wir machen das Ganze mal wieder auf normal Speed. Und, was habe ich denn jetzt überhaupt noch drin? Das Totem setzen wir jetzt mal. Das kommt hier hin. Dann kann ich hier nochmal eine Fackel setzen. Das ist echt stockdunkel hier. So. Angegriffen. Ja.
Ich muss doch mal gucken, wie es mit besseren Waffen aussieht. So, wir haben jetzt hier eine Eisenaxt, können wir noch. Super Spitzhacke. Und hier brauchen wir noch Seile übrigens. Hier noch die Holz, das brauchen wir auch. Seil. Wir müssten eigentlich auch schon ein bisschen was an Wolle da haben. Jetzt gucke ich nochmal, wo das Seil ist. Da ist eine. Super. Na gut, können wir 5 Stück raus. Ah, klasse. Techbaum. Der ist fertig und für die besseren, für den Feuerpfeil und so, da müssten wir. Okay. Hier dann noch ein bisschen was produzieren. Könnten wir auch mal die Schmiede mitmachen. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Aber mir werden jetzt mal ein paar Rucksäcke echt wichtig. In 10 Minuten werden wir angegriffen, aber ich denke mal, das wird jetzt noch nicht so das Problem werden. So, nochmal zur Ausrüstung. Das ist da. Wo ist hier unser Bergmann? Der kriegt den mal. Ne, der hat schon einen. Okay. Jo, dann kriegst du einen neuen. Noch ein bisschen was schleppen. Okay. Raus. So, und ich hätte hier gerne nochmal ein Portal. Den ganzen Kram schneller nach Hause bekommen. So. Und das hier ist jetzt das Zeichen und ist auch noch rot, weil das Haus da nicht dicht ist. Schon ganz schön rein hier. Das ist nur ein normaler nächtlicher Angriff vor allem. Ne? Ja, schaffen sie. Das schaffen sie. So, ich wollte ja hier oben dann noch eine zweite Ebene machen, aber ich würde doch hier dann gern mal die. Es wirkt so ein bisschen klein, ne? Kann ich auch keinen Tisch vernünftig hinstellen? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen breiter werden. Und vor allem hätte ich jetzt auch gerne nochmal den Eimer. Noch 2. Kann ich hier noch gar nicht machen. Nee. Habe ich noch nicht gelernt, okay. Okay, pass auf, dann nehmen wir das Ding. Achso, dann kann ich das wegnehmen, wenn es reif ist. Dann lassen wir das Haus jetzt erstmal. Machst du doch? Okay. Auch schön. Dann können wir nämlich nochmal eine Reihe anbauen. Das wäre mir jetzt hier ganz recht. Und davor kann ich ja später machen. So, dann brauche ich Holz, bitte. Treiben die sich denn jetzt alle rum? Okay. Können wir hier auch schon mal was dicht machen? Warte mal, oder wir ziehen ja noch. Das ist nur so ein blöder Käfer. Wir ziehen ja noch ein bisschen rüber. Jetzt bin ich immer noch zu klein. Ich jetzt nochmal eine Leiter hoch. Da hier noch. Bäume. Super. Und aufgestiegen. Klasse. Aber ich möchte den weghaben. So, muss ich mal gucken, ob wir die Leiter hier stehen lassen können, wenn wir jetzt hier breiter werden. Ja, geht, okay. Sieht's denn aus mit Holz? Ja, ist wieder
genug da. Komm schon. So, dann brauchen wir noch ein paar. Okay. Dann, zack. Da machen wir auch eine Reihe. Und hier auch noch eine. Zumindest haben wir dann gut Platz. So, da muss natürlich... Die können wir dann mal wegnehmen. Muss natürlich auch hier langsam mal einen Bezug kriegen dann. Und ich würde auch sagen, dass wir hier oben jetzt nur normal die Decke reinziehen, wenn das denn geht. Und mal gucken, ob es dann so zu... Ja, super. So zu ist. Weil da ist ja geschlossen. Gucken, ob er dann da rummeckert. Was ist denn hier aus mit Holz? Jetzt habe ich noch jede Menge. So, mache ich hier nochmal ein Portal. Weg. Müssen wir zwar ein bisschen klettern, ich hoffe, da gibt es keine zu großen Verletzungen. Weil ich jetzt auch gern fertig, bevor die nächste Welle kommt. So, also. Hätte ich gesagt, da muss es noch was hin. Jetzt hier nochmal eine Leiter ansetzen, dass die da weiter bauen können. So. Noch ein paar. Leitern hier mache ich dann gleich noch weg, bevor. Ja, wenn hier oben alles fertig ist, halt, ne? So, hier dann davor, bitte. Da nicht. Sondern da ich es auch nicht zu. Ach, geht es wegen der Leiter nicht. Na komm, dann mach erstmal das andere Stück da. Und hier unten könnten wir nicht mal die Türen, die haben wir jetzt schon gemacht. Da sind sie. Schon mal hier eine reinsetzen. Ja, dann müssen wir das noch zumachen. Ne? Dann müsste ich jetzt mal gucken. Kriege ich da nicht positioniert, die Leiter? Aber hier machen wir auch mal eine rein. Die mir nicht dauernd untersäbeln. Okay, die kann jetzt weg. Ist auch vom Sound kann, ne, wenn du runtergehst. Das Portal schon wieder dicht. Jo. Na kommt. So, da brauche ich noch. Und ich brauche die immer noch hier. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da... Das wird auch nicht reichen hier, ne?
Noch ein Stück höher, kommt er dann dran. So, der sitzt dicht. Und hier die noch weg. Das noch weg. Dann da bitte noch. Und dann hier die Tür. Ja, es gibt ja bald ein Bett. Ja. Da können wir schon Fenster machen. Nee. Irgendwie muss ich das Ding jetzt hier noch zukriegen. Dann machen wir einen vernünftigen Fußboden rein und wenn wir einigermaßen Holz haben, dann geht halt der Ausbau in die obere Etage weiter. Und dann müssen wir auch mal langsam Bett besorgen. Ist zum Beispiel noch nicht zu. Na gut, hier ist immer noch das Loch. Wie soll ich das jetzt? So. Ob sie das hinkriegen. Kann ja noch hochhüpfen, ne? Klar, kann ja gut klettern. Jetzt werden wir angegriffen. Ja, jetzt kriegen sie es zu. Was macht überhaupt hier? Super, super, super. Dann mach ich mal dicht, bitte. Und dann die Leiter weg. Okay, wir werden angegriffen. Sollte man eine Ausgangssperre verhängen? Da kommt ja eine nette Armee auf uns zu. Habe ich hier noch irgendwas an Waffen entgegenzusetzen? Könnte ich auch mal eine Eisenaxt machen. Eisen haben wir da, Holz auch jede Menge. So, machen wir mal. Zwei. Ach, da brauchst du eine Schmiede für. Okay. Schmiede, Schmiede. Aber noch kein Wasser. Was macht denn unser Eimer? Wollen wir mal einen Techbaum gucken. So, was machen die denn da mal die Wand zu? Ah, jetzt macht das. Bricht gleich die Panik aus. Unser Totem haut immer noch nicht hin, aber jetzt haben wir eh schon fast an der Umlaufbahn. Das klappt ganz gut. Wir sind drin. Ja, Hauptsache du machst die Blätter weg. Ich glaube, der konnte sonst nicht mehr was. Haben wir denn noch irgendwie was an Ausrüstung zu verteilen? Der hat überhaupt kein Schwert hier. Der Nori. Ja, der kann auch nochmal einen Schutzhelm haben. Okay. Oh.
Achso, hier oben fällt jetzt auch noch ein Stück. Nummer 3. Und okay, wie das hier weitergeht, YouTube. Ja, das ist jetzt halt schon wieder weggerannt. Das sieht man in der nächsten Folge. Ich denke mal, wir kriegen das hier noch im Griff. Und die Jungs hauen den hier noch um. Und dann machen wir dicht. Das Dach kommt drauf. Und später bauen wir einfach dann aus und können ja immer noch dann oben drauf setzen. Hauptsache, das Dach ist dann erstmal da. Könnten es ja schon mal ansetzen. So. Da bräuchten wir sogar noch ein paar. So, mit dann auch. Den Leiter von außen. Aber wie gesagt, das dann in der nächsten Folge. Und danke, macht's gut.